Das ist wirklich unglaublich. Ein russisches Forschungsteam will jetzt zwei Arten von Würmern erfolgreich wiederbelebt haben. Diese Fadenwürmer sollen vor etwa 42.000 Jahren im Permafrostboden in Sibirien eingeschlossen worden sein. Doch sie waren wohl nicht tot, sondern kryokonserviert. Wie das Forschungsteam vorgegangen ist, wie die Würmer es geschafft haben, Jahrtausende im Eis zu überleben und was diese Entdeckung für die Suche nach außerirdischem Leben bedeutet, mit diesen Fragen beschäftigen wir uns jetzt bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Beim Auftauen ließ sich das Forschungsteam Zeit und die Spannung stieg ins Unermessliche. Mehrere Wochen lang haben sie ihren Fund in Petrischalen auftauen lassen und je mehr das Eis schmolz, umso lebendiger wurden die darin enthaltenen Würmer. Aber die ganze Geschichte für euch von vorne. Die Permafrostproben hatten die Forscher in Sibirien gefunden, genauer gesagt in der abgelegenen Republik Sacha. Rund 300 Proben hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysiert und zwei ausgewählt, in denen sich gut erhaltene Nematoden befanden, übrigens auch als Fadenwürmer bekannt. Sie sind mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter zwar sehr klein, sorgen aber immer mal wieder für Überraschungen. Sie wurden nämlich beispielsweise in einer Tiefe von rund einem Kilometer unterhalb der Erdoberfläche entdeckt, was tiefer ist als jeder andere Meerzeller. Ebenfalls auch im Darm von Schnecken und wieder andere Fadenwürmer, die auf einer Insel im Indischen Ozean leben, können fünf verschiedene Münder entwickeln, je nachdem, welcher für die gerade verfügbare Nahrung am geeignetsten ist. Eine der Proben der aktuellen Studie bestand jedenfalls aus einem Permafrostbrocken, der aus einer Tiefe von 30 Metern ans Tageslicht befördert worden war. Nach Einschätzung des russischen Forschungsteams war dieser Permafrostbrocken bereits seit 32.000 Jahren gefroren. Die andere Probe stammte aus einer Tiefe von 3 Metern und ist wohl nach Vermutung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon 42.000 Jahre alt. Das haben sie durch die sogenannte Radiocarbon-Methode ermittelt. Dieses Verfahren basiert darauf, dass die Menge an gebundenen radioaktiven C14-Atomen in abgestorbenen Organismen abnimmt, und zwar gemäß dem Zerfallsgesetz. Die Petrischalen wurden dann, wie gesagt, über mehrere Wochen bei 20 Grad Celsius gelagert und die Würmer wurden immer lebendiger. Irgendwann fingen die Lebewesen an, die Nährstoffe aufzunehmen und sich zu bewegen. Sie waren also offensichtlich nicht tot, sondern nur kryokonserviert. Heißt also so viel wie konserviert durch Einfrieren. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass mehrzellige Organismen, die im Permafrost eingefroren waren, wiederbelebt werden konnten. Bei Algen, Hefen, Samen und Sporen ist das bereits bekannt. Sie können auch nach Millionen von Jahren, in denen sie eingefroren waren, noch lebensfähig sein. Bei komplexeren Organismen wie den Fadenwürmern hatte man das Phänomen zwar auch schon beobachtet, doch dabei betrug die längste eingefrorene Zeitspanne lediglich 39 Jahre. Auch hier waren sie inaktiviert und konnten wiederbelebt werden. Ein ähnliches Ergebnis hatten japanische Forschungsteams auch schon bei den sogenannten Bärtierchen. Diese waren nach einer Kryokonservierung von 30 Jahren noch lebensfähig. Beide Ergebnisse reichen natürlich nicht an die nun vermutete Zeitspanne von 42.000 Jahren heran. Doch wie glaubwürdig ist das Forschungsergebnis wirklich? Das russische Team jedenfalls versichert, die Versuche so steril wie möglich durchgeführt zu haben, um spätere Kontaminationen der Proben auszuschließen. Wie genau die Nematoden diese lange Zeit überstehen konnten, das ist noch nicht geklärt. Dennoch ist diese Entdeckung nicht nur für die Biologie und Medizin von großer Bedeutung. Hier könnte durch weitere Forschung möglicherweise die Frage beantwortet werden, wie wir auch menschliches Gewebe lange erhalten können. Auch für die Astrobiologie, die auf der Suche nach außerirdischem Leben ist, ist die aktuelle Studie äußerst spannend. Lebewesen, die im Eis des Mars zum Beispiel gefunden würden, könnten unter Umständen wiederbelebt werden. Wahnsinn! Ab sofort könnt ihr auch bei Klicksum Mitglied werden. Für einen monatlichen Betrag bekommt ihr neben ein paar Privilegien ein extra Video und einen extra Livestream nur für euch. Einfach hier unten auf Mitglied werden klicken. Und wenn ihr kein Video zum Thema Kryonik und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Ihr kriegt nämlich immer eine Nachricht dazu. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social Media abonnieren. Dafür hier klicken, da aber nicht die, genau, Glocke vergessen. Und hier geht's weiter mit, dafür auch draufklicken. Kryonik tiefgekühlt zum ewigen Leben. Bis dann, bleibt dran.